Da unten waren wir nämlich noch gar nicht. Wow. Okay. So, heilen, Mana einsammeln. Okay, erst muss der Spawner weg, beziehungsweise die Irrwäsche um den Spawner. Wow. Das war nicht so toll. Wow. Das wohl eher. Also ja, in der Beta war der Paladin noch nie so imbar. Hm. Ne, das kann man von der anderen Seite aus erreichen. Das sehe ich doch. Dort liegt nämlich eine Planke rum. So. Gut. So, und weg mit dem Spawner. Autsch. Autsch. Gut. Autsch. Okay, der schießt von der anderen Seite. Das ist fies. Oder schießt das Ding von beiden Seiten? Das schießt von beiden Seiten. Ah. Okay, mal kurz heilen. Das hier sieht verdächtig aus, ist es aber nicht. Okay. Das heißt, wir müssen hier irgend noch was... ja, erstmal nochmal da rein. Rennen, genau. Genau, rennen wir erst nochmal in die Stachelfalle rein. Wow, das ist ja zielsuchender Crap. Ja, kommt alle hier, ihr Augen. Okay, da sehe ich auf jeden Fall wieder ein Secret versteckt. So. Spawner weg. Den da weg. Wow. Irrwische weg. Apfel einsammeln, sehr schön. Augen wegheilen. Ja, wie auch mein Kopf so grün brennt. So. Weg mit dem ganzen Zeug hier. Das hier alles einsammeln. Oh, und da wollen wir mal gucken. Hier scheint es ein Secret zu geben. Aber wohl nicht hier. Hm. Ne, hier gibt es nichts zum Zerhauen. Müssen wir weiter oben nachgucken. Eine Passage. Okay. So. Puh, wie kommen wir jetzt nur da drüben an das Zeug ran? Ah, ich sehe schon. Also erstmal gucke ich kurz hier, ob hier noch was ist. Nope, hier ist nichts. Eine Passage wurde geöffnet, jawohl. You found a secret.
eine Planke, jede Menge Geld, ein Weg zurück. A Secret Passage. A Secret has been revealed. Ich kann mir schon vorstellen, welches Secret. So, auf jeden Fall, das Geld lassen wir hier nicht liegen. Schade, ich dachte, ich wüsste, welches Secret, aber es sieht nicht so aus, als ob es das Secret ist, was ich dachte, dass es es ist. Ich dachte, hier hätte sich... Oh, doch. Na, macht sowas doch nicht mit mir. Ja. Falsch. Das war richtig. Das war falsch. Richtig. Falsch. Richtig. Richtig. Falsch. Richtig, 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 richtig. Und wieder so ein Glücksspiel freigeschalten. Na komm. Wieder ein Trank und wieder ein Health. Also ein extra Leben. Was ich zurzeit, was ich überhaupt nicht nötig habe eigentlich. Aber gut, sagt's keinem. Okay, wir können jetzt erstmal wieder hier oben lang gehen. Haben wieder ein Auge betäubt. Okay, das Tor habe ich aus Versehen geöffnet. Mal kurz heilen. Ist auf der Ebene definitiv praktisch. Sich instant mal... Naja, okay, instant nicht, aber sich einfach mal heilen zu können, wenn es denn nötig ist. So, ihr Augen kommt mit. Und ihr Augen auch alle. Kommt, kommt Augen. Ich brauche eine kleine Menge Augen. So, sehr schön, sehr schön. So. So. Dankeschön. Jetzt heile ich mich mal kurz. Für die Boostzeit. Danke. Und zertipper hier mal weiter alles. Ja, wir haben schon sehr viel von diesem Level aufgedeckt, aber noch nicht alles. Weil alles so verzweigt und verwinkelt ist hier. Auf jeden Fall hier drüben den goldenen Schlüssel nicht liegen lassen. Und ja, wir haben so viel Bronzeschlüssel. Oh, da oben ist ein Kombo-Meister. Den besuchen wir auf jeden Fall mal. Erstmal brauchen wir hier den Goldschlüssel wohl. Um noch ein Secret zu öffnen. Hä? Ja, da ist schon mal der Weg nach oben. Ich guck mal ganz kurz hoch, ob das wirklich der richtige Weg nach oben ist oder ob das nur wieder... Jo, sieht nach dem richtigen Weg nach oben aus. Gut. Oder ob das nur wieder so ein... Okay, ich höre schon mal Pfeile fliegen. So, weg mit euch Augen. Also ist hier in der Nähe schon wieder irgendwo eine Pfeilfalle. Ja, genau die da. Wow. Den Spawner ausschalten ist wichtiger. Jetzt ziehen wir mal Augen zusammen. Und töten sie. So. Gut. So. Da oben ist noch so ein Stachelteil. Und wenn schon hier Mana rumliegt, kurz heilen.
Also ja, ich bin froh, wenn ich einen Rüstungshändler gefunden habe, der das Ding ein bisschen besser verbessert. Dass ich mich wenigstens schneller heile. So, das lassen wir mal gepflegt in Ruhe. Gucken erstmal, dass wir den Spawner hier ausscheiden. Und die Magier. Noch mehr Spawner. So. Den Spawner ausschalten. Den Kerl ausschalten. Noch so ein wilder Magier. So. Oh Gott, ein Boss. Gucken wir erstmal zum Kombo-Meister. Also erstmal heilen. Da hier ja genug rumliegt. Gut. Was hast du im Angebot? Combo Healing. Combo Timer. Combo Healing nehmen wir auf jeden Fall. So, und das war alles. Wow, da ist auf jeden Fall der Böse. Na komm her. Böses rotes Auge. Erstmal deine beiden Irrlichter, die mich mit Ballern kaputt machen. So, und jetzt musst du dran glauben. So. Solange ich im Kombo-Modus bin. Wow. Wow, was war jetzt? Okay. Jetzt habe ich mich da irgendwie verkeilt gehabt. Sechster Tod. Genau, jetzt schon wieder. Okay, Mana höher. Mana höher ist immer gut. So, ein bisschen Heilung. So, was habt ihr Schönes bewacht? Aus seinem Geschenk. Gibt mir das Geschenk Geld? Nö. Also nein, ich weiß echt nicht, für was die Geschenke gut sein sollen. Aber ich finde das auch schon noch heraus. So. Gut, hier ist auch geklärt. Ich würde eigentlich gerne den Waffenhändler finden. So, die Tür lasse ich mal gepflegt zu. Das ist nämlich nur eine Todesfalle. Was macht der Schalter? Passage. Eine Passage zurück. So, weg mit euch. So, weg mit euch. Ich habe so das Gefühl, in dieser Richtung irgendwo ist der... Wow. Hier sind auf einmal auf jeden Fall viele böse Augen und Augenspawner. Und ein Schalter. A Passage has been revealed. Okay. Geld einsammeln, das lassen wir nicht liegen, auch wenn wir von einem Stachelding beschossen werden. Und wir werden ja schon rausfinden, wo die Passage geöffnet wurde. So, weg mit dem mich verfolgenden Auge. Weg mit dem Spawner, weg mit euch. Also ja, hier sind auf jeden Fall nicht mehr ganz so viele Massen, muss ich ehrlich sagen. Okay, und da oben ist noch ein... so ein... Bossschalter, den wir auf jeden Fall erreichen müssen. Irgendwie. Aber ich glaube, dafür müssen wir durch diese Todesfalle durch. Was ich erst einmal nicht so gerne möchte. So, ich möchte erstmal den Spawner und seine Kinder loswerden. Mother Eye und Her Childs. Und dann muss ich hier unten ganz dringend den Stacheldinger loswerden. Okay, ich habe schon mal das Gefühl, die können durch mein Schild durchschießen. Was ich nicht so toll finde. So, Geld.
Und hier mal rumgehen. Ich habe so das Gefühl. Also erstmal, dass sein Auge hinter mir auf einmal durch mich durchglitscht. Ja, schieß ruhig. Wow, das ist ja eine miese Nummer. Also erst einmal kurz auf die andere Seite gehen und die Irrwische ausschalten, die mich da beballern. Komisch, dass sie den Händler nicht treffen und verletzen. Aber ich glaube, das wäre dann auch doch etwas Overkill. So. Erste Meute ausgeschaltet. So, euch auch ausschalten. Eine Runde brennen. Den ausschalten. Kurz heilen. So, ein bisschen Heilung. Schadet auch nicht. Sieht hier was verdächtig aus? Hier ist auf jeden Fall ein Spawner. Und ich kann die Viecher sogar in der Gegend rumschieben. So, was machst du? Du öffnest einen Weg. Zurück. Gut. Der bringt mir nur allerdings überhaupt nichts. So, Vendor-Münze. So, will ich als erstes zum Waffenhändler oder will ich als erstes herausfinden, wie ich hier weiterkomme? So, schieß erstmal. Wow, ouch. Also nein, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Und jetzt habe ich keinen Mana mehr. Also ja, aber ich will da oben rein. Aber ich sehe nichts, wie wir da hochkommen. Also weder einen versteckten Schalter noch sonst was. Und hier ist auch nichts zum Ausweichen, also... So, gucken wir erstmal, dass wir zum Waffenhändler kommen. So, das sieht dann hier schon mal gut aus. Wow. Au. Okay. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Au. Das ist aber nicht so nett. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein. Au. Ja, so. Okay. Holy Storm. Spin Force Strikes nearby enemies for the sword damage. Charge Chains, Sword Arc auf jeden Fall. Sword Damage. Und Holy Storm klingt auch cool. Und die Range erhöhen. So. Au. Gut. Au, 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 au. So. Ah, genau, raus hier. Und gib mir mal einen Trank. So, jetzt will ich mal gucken. Hey, das sieht cool aus. Jo.
Okay, so haben wir es jetzt mal durch das Lavafeld geschafft und beim Händler ordentlich eingekauft. Ich habe aber immer noch nicht gesehen, wie ich das Secret da oben erreichen kann. Es muss hier doch was geben. Aber ich sehe nichts. Ich sehe hier nichts zum Einschlagen. Ich sehe hier keine geheimen Durchgänge. Würde mich nicht wundern, wenn es wieder hier... Ja, da hinten ist eine Planke. Aber das hat nur den Weg hierher aufgemacht. Erstmal hier kurz das Quicksafen. Also da hinten ist schon mal eine Planke, aber hier ist nirgendwo ein Weg weiterzufinden. Also ja, hier ist was zu essen. Und da oben, ja, da Aussicht kommt von da oben irgendwo aus ran. Das muss ich gucken. Dazu muss ich jetzt erst einmal